Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen heute mit einer Reaktion auf Warhammer 40k Bundles, Call of Duty, Modern Warfare und Warzone. Und ich hatte dazu ja schon mal eine Reaktion gemacht auf den GameStar-Artikel. Dort wurde ja auch alles aufgelistet, was spielbar sein wird und was kommen wird. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit einer Reaktion. Let's go. Ja, der in der Mitte, das hatte ich ja in der letzten Reaktion auch schon erwähnt. Ja, der geht halt gar nicht, hier so mit einzelnen Space Marine-Teilen und mit seiner Sonnenbrille so, als ob man jetzt irgendwie so ein Bild erschaffen möchte. Ja, das ist cool. Ja, aber es ist nicht cool, wenn du da einzelne Space Marine-Sachen anhast. Das ist nicht cool. Ja, die anderen beiden, die gehen optisch klar, muss ich sagen. Aber er in der Mitte, er zieht wahrscheinlich den ganzen Trailer noch um. Verstehe sowieso auch gar nicht, warum man jetzt irgendwie auf einmal da Warhammer-Content rein, also einfügt in Call of Duty. Ich weiß gar nicht, wie die Entwickler darauf gekommen sind. Ja, das sind ja zwei völlig verschiedene, ja, also das sind halt auf der einen Seite die Energy Kids, meistens, und auf der anderen Seite sind das halt die Nerds, ne, meistens, nicht immer. Die Waffenskins sind jetzt nicht schlechter als dieser eine komische Space Marine da mit seiner Sonnenbrille. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ja gut. Ich würde sagen, sie sind vielleicht gerade noch so okay. Ja. Er geht. Ne? Er geht klein, Call of Duty, so ein Gardist. Warum nicht? Und dann er wieder mit seiner Sonnenbrille. Und hier hinten rennt zum Heli. So, die Schilder hier. Die sieht auch noch okay aus. Einsatzbereit. Ja, Space Marine kommen mit einem Helikopter angeflogen. Also. Ja. Ach, das war's. Oh, Leute. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Like und Dislike. Oh, nee. Also so. Ich muss ein Dislike geben. Ich muss. Er hier, er zieht alles nach unten. Er ist die Oberkrönung. Mit seiner Sonnenbrille. Ja, gut, das war's von mir. War eine sehr schwere Reaktion heute. Ich muss mich davon erstmal erholen. Lasst gerne auch ein Abo und ein Like hier. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.